Hallo meine Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Anna, schön, dass ihr heute dabei seid. Jo, wir schauen heute gemeinsam in drei Glossy-Boxen rein. Also sprich, ich habe hier zweimal die Juli-Box stehen, ich habe hier eine Mystery-Box stehen und ich habe hier noch eingepackt im Karton noch eine Juli-Box. Die hier allerdings ist für einen von euch, weil, wie ihr schon gesehen habt, ich habe die 400 Abos geknackt und möchte sozusagen natürlich auch was an einen von euch zurückgeben. Ihr könnt in diesem Fall, in diesem Video, diese Glossy-Box hier gewinnen. Ich schau mal, ich will die jetzt noch ein bisschen ordentlicher einpacken, weil ich natürlich auch nicht will, dass auf dem Transportweg irgendwelche Produkte da drinnen kaputt gehen. Ich packe euch das schön zusammen. Ich werde noch gucken, dass ich das ein oder andere Produkt einfach noch dazu packen kann. Was ihr dafür tun solltet, um bei der Verlosung teilnehmen zu können und die Chance haben, diese Glossy-Box zu gewinnen, schaut einfach gerne unten in die Infobox rein. Ich drücke euch wie immer ganz, ganz fest die Däumchen. Und jetzt fangen wir an, weil es interessiert einmal bestimmt euch alle, wie ich zu diesen ganzen Glossy-Boxen gekommen bin überhaupt. Ich muss vorne anfangen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe ja im Glossy-Boxen-Abo abgeschlossen, damals für 3 Monate. Hab gedacht, ich habe es gekündigt. Ich habe es leider nicht gekündigt gehabt. So. Und da habe ich nachgeschaut, es war immer noch aktiv. Dann habe ich es gekündigt. Habe auch eine Kündigungsbestätigung bekommen, war mir aber jetzt einfach nicht sicher, ob das Abo gekündigt ist oder nicht oder welches Abo ich überhaupt habe, I don't know. Habe dann jetzt so ein bisschen durchgeblickt und es gab dann zusätzlich noch ein anderes Angebot bei der Glossy Box. Und zwar konnte man flexibles Abo abschließen, hätte oder hat dazu ein Parfüm bekommen und eine Mystery Box. Dadurch, dass wir alle mal so gerne ein Geier sind und alles nehmen wollen, was wir kriegen können, habe ich gedacht, komm, das mache ich auch. Und wie gesagt, ich war mir halt echt nicht sicher, ob das andere Abo noch läuft oder auch nicht. Und es war halt auch so ein bisschen wie immer in meinem Kundenkonto drin. Gut, dachte ich mir, ja gut, komm, wenn du halt dann jetzt zweimal die Glossy Box hast, dann ist es halt so, notfalls die Sachen werden verlost, verschenkt, wie auch immer. Ein Abnehmer finde ich auf jeden Fall dafür. Hey, ihr müsst euch vorstellen, ich habe die erste Glossy Box bekommen. Gut, war auch alles in Ordnung. Ich glaube, da wurde mir abgezogen 14,99 €. Wenn ich alles im Kopf habe, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Wie gesagt, das war ein bisschen wir in dem Fall. Habe aber zusätzlich natürlich noch dieses andere Abo abgeschlossen. Einfach dieses Flexible mit dem Hintergrund, komm, kann ich gleich kündigen. Hauptsache, du kriegst eine Mystery Box dazu und Hauptsache, du kriegst ein Parfüm dazu. Die anderen Produkte, wie gesagt, ich brauche keine 3 Bronzer, die wirst du schon irgendwie los. Genau, so. Dann müsst ihr euch vorstellen, die erste Glossy Box kam. Alles super, wie gesagt, das war ja vor dem alten Abo. Dann kam die Mystery Box kam und auch die eine Box von dem vorherigen Abo. So, da müsst ihr euch vorstellen, also hat mir ja theoretisch noch eine Box gefehlt und zwar die mit dem Parfüm. So, das Parfüm soll einen Wert von 50, 60 € oder sowas haben, also war ich natürlich scharf drauf. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, die Box kam dann bei mir an und was war nicht drin? Das Parfüm. So, und ich weiß, dass viele, ich sehe es bei Facebook, bei Instagram und so, viele haben leider Probleme mit dem Glossy-Boxen-Kundenservice. Ich allerdings kann mich da komplett rausnehmen. Also ich habe dann wirklich darauf bestanden, habe gesagt, okay, du hast jetzt zwar die eine Juli-Box schon mal, du hast jetzt noch ein zweites Mal bekommen, aber ich bestehe einfach auf diese Box mit dem Parfüm. Ja, war mir egal, ob sie es extra dahinterher schicken, ja, nein, wie auch immer, von mir aus sollen sie mir einfach nur das Parfüm schicken. Gut. Okay, also habe ich den Glossybox Kundenservice kontaktiert über Facebook, habe denen geschrieben, habe gesagt, hier, guckt mal hier, das ist meine Bestellbestätigung, ich habe jetzt die zweite Glossybox von euch bekommen, aber es war kein Parfüm dabei. Natürlich, dann wegen Datenschutz, bla bla bla, brauchen die halt erst nochmal ein paar Daten, ist gar kein Thema. Ich habe dann mit 2, 3 Mitarbeitern immer Kontakt gehabt und ich muss sagen, ich kann mich wirklich nicht beschweren. Die haben mir wirklich gut weitergeholfen, haben sich dafür entschuldigt, dass das Parfüm eben nicht dabei gewesen ist. Und sie haben ja auch nichts anderes angeboten, weil ich habe wirklich auf dieses Parfüm beharrt. Also sprich, hätten die mir geschrieben, hätten gesagt, hier, wir bieten dir was weiß ich was an. Ich hätte gesagt, nee, ich möchte dieses Parfüm haben. Dann hat es ein bisschen gedauert. Also ich glaube mal, das Ganze hat vielleicht so einen Zeitraum 2 Wochen ungefähr. Hat sich das hingezogen, würde ich mal grob sagen. Naja, auf jeden Fall haben die mir dann geschrieben, haben gesagt, hier, pass auf, wir prüfen das. Wenn du noch keine Versandbestätigung bekommen hast, bis Freitag melde dich. Gut, ich habe gewartet, am Dienstag kam nichts. Also habe ich denen wieder geschrieben, habe hier gesagt, pass auf, ihr wolltet das prüfen. Ich habe bisher immer noch keine Versandbestätigung bekommen. Wie sieht es denn jetzt natürlich aus mit der Glossy Box, mit dem Parfüm?
Und hat sie gesagt, ja, sie geben das jetzt einmal in eine andere Abteilung weiter und ich kriege dann auf jeden Fall eine Info. Hab mich bedankt, alles super, hab den schönen Nachmittag gewünscht, ne? Und ja, 2-3 Tage später habe ich dann eine Info bekommen, wirklich wieder von Glossybox, diesmal auch nicht per Facebook, sondern ganz normal per E-Mail, wo sie mir gesagt haben, hier, wir entschuldigen uns, wir packen dir das Parfüm und eine Box und schicken sie dir nochmal zu. Also bedeutet, es hat auch echt nicht lange gedauert, nette mal eine Woche. Ich war komplett überrascht, weil ich habe in der Zwischenzeit bei diesem Mystery Sale auch bestellt und bin jetzt davon ausgegangen, dass eine von den Boxen bei mir ankommt. Nö. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir haben heute Montag, genau, und am Samstag oder am Freitag habe ich dann eine Bestätigung bekommen. Die Glossybox wurde verschickt, soll kommende Woche, also jetzt hier übermorgen kommen, am Mittwoch. Und da denke ich, okay, gut, hier keine Ahnung, welche Box es ist. Ich gehe mal davon aus, es wird eine von den Mystery-Boxen sein. Und ja, auf einmal stand dann drin, ja, die Box kommt schon am Samstag. Ich robb die auf und denke, das ist ja schon wieder die Juli-Box, diesmal mit Parfüm. Also bedeutet, ich habe jetzt insgesamt einmal die Box mit dem Parfüm, die mir zugestanden hat, bekommen. Ich habe ja die Juli-Box bekommen, wo ich verpasst habe, das Abo zu kündigen. Und ich habe eine Mystery-Box bekommen und zwischenzeitlich hatte ich irgendwie noch eine Glossy-Box bekommen. Also das war irgendwie so ganz, ganz wir. Nee, ich habe insgesamt drei, jetzt komme ich selber nicht mehr drauf klar. Ich habe insgesamt dreimal die Juli-Box bekommen. Einmal von dem einen Abo, was ich irgendwie verpasst habe. Genau, dann habe ich eine Juli-Box bekommen, wo das Parfüm gefehlt hat. Und dann habe ich eine Juli-Box bekommen, wo das Parfüm mit drinne war. Und dann habe ich schon eine Mystery-Box bekommen. Ich hoffe, ihr versteht es. Also ich musste selber ein bisschen überlegen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so wir irgendwie gesagt. Aber ich wollte das euch jetzt einfach mal erzählen. Sprich, ich habe jetzt insgesamt 3 Juli-Boxen bekommen. Eine von euch kriegt einmal komplett diese Juli-Box, wie gesagt, die jetzt hier noch eingepackt ist. Und ich habe noch eine Mystery-Box, in die wir gleich reinschauen. Ich weiß, es hat jetzt alles sich ein bisschen hingezogen, hier dieses, bevor wir in die Boxen reinschauen. Nur ich wollte euch damit einfach mal sagen, dass ich weiß, dass viele ein Problem mit dem Kundenservice haben. Ich persönlich kann mich aber nicht beschweren. Aber ich bin halt auch jemand, wenn ich jemanden kontaktiere, ich werde auch nicht motzig direkt. Ja, ich schreibe dann erstmal ganz freundlich, sage, hier, pass auf, ich habe das und das bestellt, es ist aber nicht da, was können wir machen? Und dann warte ich halt einfach und ich gehe denen auf den Nerv, da ich ganz genau weiß, hier, die kriegen so viele Anfragen am Tag. Und natürlich weiß ich auch, dass es bei ganz, ganz vielen leider anders läuft. Ich habe jetzt Glück gehabt, wo auch immer dran das liegt. Ja, genau, das wollte ich euch auf jeden Fall erzählen, bevor wir hier gleich reinschauen. Ich hoffe, das war jetzt nicht so viel. Wenn ihr vorgespult habt, dann ist es so. Aber ich wollte euch halt einfach mal erzählen, dass ich persönlich mit Glossybox Kundenservice bisher immer nur gute Erfahrungen gemacht habe. Das war jetzt schon zweimal so, als ich was vermisst habe, dass ich die gefragt habe, wo meine Box bleibt. Die konnten mir helfen. Alles super. Wie gesagt, ich kann mich da nicht beschweren. Ich habe jetzt die Boxen bekommen. Die haben mir sowieso nochmal eine Box gratis geschickt mit dem Parfüm, so wie ich es wollte. Und von daher alles super. Ne? Das vorab. Und deswegen, wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt hier 400 Abos erreicht haben oder ich ja auch mal mit meinem Kanal und mit der Unterstützung von euch, habe ich mir einfach gedacht, ich verlose jetzt eine Juli-Box an einen von euch. Wie gesagt, was ihr dafür tun müsst, schreibe ich euch unten einmal in die Infobox rein. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal hier die anderen drei Glossy-Boxen einfach mal an. Ich habe mir jetzt hier zuerst die Mystery-Box hingestellt, um euch einfach zu zeigen, was da drin ist. Und dann schauen wir uns die anderen zwei Juli-Boxen an. Und da würde ich sagen, wir gucken jetzt in Box Nummer 1 rein. Wie gesagt, sorry, wenn das alles ein bisschen zu viel ist, aber ich wollte es euch halt einfach mal erzählen, dass ihr halt auch mal von anderen eine Meinung hört oder von mir einfach, wie es bei mir mit dem Kundenservice funktioniert hat. Genau, die Mystery Box kennen ja die meisten von euch. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine Sellbox ist, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall eine standardrosa Box gewesen, ne? Die gab es jetzt, wie gesagt, dazu, wenn man ein neues Abo abgeschlossen hat. Habe ich ja auch mehr oder weniger. Gut, wir haben jetzt hier zuallererst drinne von Catrice diese Color Blast Eyeshadow Palette 6,75 Gramm. Die hatte ich ja bereits schon mal in der Glossybox. Ich weiß nicht, vor 2-3 Monaten war die ja schon mal drinne. Habe ich euch ja schon mal gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt eine Palette für mich. Deswegen, das hier wird auch definitiv mal eine Verlosung für einen von euch reinwandern. Vielleicht packe ich die euch jetzt einfach mal hier mit in die Box einfach mit rein. Ne? Ich kann die jetzt gerade nochmal aufmachen, zeige die euch gerade nochmal, wie die aussieht. Ne, so sieht die aus. Das habt ihr jetzt bestimmt bisher auch schon ein paar Mal gesehen. Auch bei mir wahrscheinlich schon im Unboxing. Aber ich wollte es euch jetzt trotzdem mal zeigen. Dann habe ich hier einmal von Lottie London einen Blush drin. Ombre Blush Fade à Journée oder irgendwie sowas. Und zwar in der Farbe Haze.
2,5 Gramm haben wir drin. Ich lasse es auch nochmal zu. Bin mir nicht sicher, ob ich das nicht schon wieder habe. Wie gesagt, bei den Mystery Boxen kann man halt immer Glück haben oder man kann ein bisschen Pech haben. Teilweise sind die Boxen auch einfach von vorherigen Boxen zusammengewürfelt. Aber ganz ehrlich, ich habe dafür nichts bezahlt. Von daher ist es in Ordnung. Dann habe ich hier von Appeal einen Gel Lip Liner. Und ich glaube, den hatte ich mal. Und der ging mir irgendwie kaputt. Muss ich nochmal schauen. So ist hier auf jeden Fall die Farbe. Genau. Ein Gel Lip Liner kann man generell auch immer gebrauchen. Ne? Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Dann habe ich hier Clown Fifth Beauty Ghost Rose Gua Sha Facial Massage Beauty Tool. Boah, ich glaube, ich habe noch so viele Gua Sha Produkte da. Ich zeige euch den jetzt mal. Das ist diesmal halt so ein rosaner. So ist der eingepackt. Genau. Ist halt auch immer oft in Adventskalender drin. Übrigens, die Adventskalenderzeit kommt ja auch bald schon wieder. Und ich habe mir eigentlich geschworen, dieses Jahr nicht so viele auszupacken. Ich bin mal gespannt, ob ich das halten kann. Aber ja, lasst es mich super gerne, ja, übrigens einmal wissen, ob ihr auch schon gespannt seid auf die ganzen Adventskalender. Und ja, was ihr euch vorgenommen habt, wie viele ihr dieses Jahr kaufen wollt. Also den einen oder anderen stelle ich hier auf jeden Fall vor. Und dann habe ich jetzt hier noch als letztes Niacinamid Serum drin von Jourbé. Das gab es, glaube ich, auch schon mal in der Glossy Box, ne? Genau. Ja, kann man auch generell gebrauchen, 15 Milliliter. Wie gesagt, das ein oder andere Produkt werde ich euch jetzt auf jeden Fall mit in die Box reinpacken. Vielleicht auch packe ich euch noch was anderes dazu. Verpackt es auch nochmal so, ja, dass auf dem Transportweg nichts kaputt gehen kann. So, und dann würde ich sagen, wir ziehen uns jetzt die anderen beiden Juli-Boxen rein. Ich bin mal gespannt, ob die gleich sind. Hier ist die erste Box. Wie gesagt, standardrosa eine Box diesen Monat wieder. Time to explore, Summer Vibes. Und man kann natürlich immer diesen QR-Code hier abscannen. Mache ich jetzt nicht. Ihr habt bestimmt hier schon das ein oder andere Unboxing auf YouTube gesehen. Ich wollte euch aber, wie gesagt, das trotzdem jetzt nochmal zeigen. Ich wollte euch das Unboxing auch schon ein bisschen früher abdrehen. Allerdings wollte ich euch unbedingt meine Erfahrung mit dem Glossyboxen-Kundendienst noch mitteilen. Und deswegen hat es alles ein bisschen länger gedauert. So, ich öffne auch diese Box. Und dann schauen wir doch mal, welche Produkte wir hier drin haben. Wie gesagt, das Schema von der Glossybox kennt ihr ja bereits. In der Regel 5 Produkte sind drin. 3 davon hat immer jeder in seiner Box. Da gibt es auch vorher immer Sneak Peeks bei Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Und 2 sind immer unterschiedlich. Wie gesagt, ich habe jetzt aber auch schon, dadurch, dass ich mich jetzt mit den Glossyboxen-Kunden so ein bisschen mehr beschäftigen musste, habe ich halt auch immer ganz, ganz oft gesehen, dass halt dann Beschwerden kommen, beziehungsweise, ich kann es verstehen, Glossybox lockt dann bei Facebook, Instagram natürlich immer mit den hochpreisigeren Produkten und dann sind halt manche immer verärgert, wenn sie eben nicht die Produkte in ihrer Box drin haben, die ja oder aufgeführt werden, ne, bei Glossybox. Ich meine, ich kann es verstehen, es ist alles Marketing und so weiter und so fort. Wäre vielleicht ganz schön, wenn man sagt, hier, pass auf, die Abbildungen sind ähnlich oder jeder bekommt 3 Produkte, ihr bekommt aber nicht alle. Ist dann halt so, ne? In der Regel habe ich immer Glück und ich bin mal gespannt, welche Produkte wir jetzt hier drin haben. So, ich fange jetzt einfach mit den Produkten an, wie gesagt, die jeder drin hat. Ich habe es bisher schon gesehen, ich wurde auch schon gespoilert, deswegen, ich möchte es aber euch trotzdem nicht vorenthalten. Und zwar das erste, was jeder drin haben wird, ist ein After Sun, ja, Calmoli Calming After Sun Balm Feel Free Natural Sun Care. Ich finde, das ist jetzt optimal, ne? Also jetzt für die Jahreszeit, wenn man in der Sonne ist, wenn man am See war, im Schwimmbad war oder einfach draußen im Liegestuhl lag, hat sich natürlich brav eingecremt. Das ist ja ganz selbstverständlich. Braucht man aber trotzdem danach immer ein After Sun Produkt. Und deswegen finde ich es perfekt, dass sie das jetzt in eine Juli-Box reingepackt haben. Passt meiner Meinung nach super dazu. Und wie gesagt, das ist ein Produkt, was auch jeder drin haben wird in seiner Box. Was auch jeder drin hat, ist von Bella Pierre ein Press Bronzer Star Shine. Und der sieht so aus. Ich habe oft Glück mit meinen Produkten. Ich weiß aber, dass die ein oder anderen diesen Bronzer hier bekommen haben und der war kaputt. Wenn das bei euch so sein sollte, dann meldet euch auf jeden Fall bei Glossybox, dann kriegt ihr mit Sicherheit auch einen Ersatz oder ihr sprecht einfach darüber, welche Möglichkeiten ihr habt. Ist halt immer ärgerlich, wenn Produkte so kaputt ankommen. Bisher hatte ich es, glaube ich, 1 oder 2 Mal, dass wirklich ein Produkt kaputt ankam bisher, aber sonst habe ich immer Glück. Wie gesagt, ein Bronzer ist hier noch dabei, den hat auch jeder in seiner Box drin. Was auch jeder in seiner Box hat, ist ein Pinsel von Luvia. Ich habe hier die 218 Glow Brow Brush, ich weiß aber, es gibt 2 verschiedene. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, welchen anderen Pinsel es noch gibt.
Es gibt definitiv aber zwei verschiedene Pinsel, aber jeder hat einen Pinsel von Luvia drinne. Meiner sieht jetzt in dem Fall hier so aus. Genau, ne? Ein ganz normaler Pinsel, finde ich. Glow Pro Brush passt auch eigentlich ganz gut hier zu dem Bella Pierre Produkt. Ne? Da haben die sich ja, gut was einfallen lassen. Wie gesagt, die Produkte hat jeder in seiner Box, wobei es bei dem Pinsel eine kleine Abweichung geben kann. Jetzt habe ich noch zwei Produkte hier drin, die nicht unbedingt jeder drin hat. Und zwar habe ich hier von Glow on Fifth Beauty Eye Patches. Genau, zweimal Eye Patches. Die kommen hier definitiv einmal in den Kühlschrank rein. Hier bei den heißen Temperaturen, die wir aktuell haben. Ich sitze jetzt hier auch schon und schwitze. Ist sowas perfekt. Packt es auf jeden Fall in den Kühlschrank, ne? Aber generell Augenpatches kann immer jeder gebrauchen. Und jetzt habe ich hier noch ein Produkt von Balea drin. Und zwar Ultra Sensitive Intensiv Serum. Siebenfach Hyaluronsäure, Q10 und Ezatoin. Mikrobiom Balance ohne Parfüm, Parabene und Farbstoffe. Halt super interessant. Habe ich auch ehrlich gesagt noch nicht bei Balea bereits gesehen. Ist mir so jedenfalls noch nicht aufgefallen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz spannend. Ja, das kommt auf jeden Fall mal ins Backup. Genau, mit siebenfach Hyaluronsäure und Q10 reduziert die Faltentiefe bei regelmäßiger Anwendung mit Ezatoin, Panthenol und Allantoin. Ja, morgens und abends nach der Reinigung auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Ja, ein Serum. Kann man meiner Meinung nach auch gut gebrauchen. Und jetzt habe ich ja noch eine Glossybox vom Juli und da schauen wir jetzt auch nochmal rein. Gucken, ob wir jetzt hier die gleichen Produkte drin haben oder ob die ein bisschen abweichen können. Und zwar öffne ich auch hier wieder das Schleifchen. Das kennt ihr bereits. So, Time to Explore. Auch hier ist wieder der Flyer, den man einmal abscannen kann. Ich gucke jetzt, dass ich das ein bisschen schneller durchgehe, weil hier die ein oder anderen Produkte sind, die ich euch eben schon mal gezeigt hatte. Wir haben auch hier wieder die Augenpatches. Ja? Ja, kann man, wie gesagt, gut gebrauchen. Auch hier haben wir wieder dieses After Sun Feel Free Natural Sun Care. Super Produkt. Ne? Habe ich euch ja eben schon gesagt. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Und was ich auch hier habe, den Bronzer von Bella Pierre. Und auch der hier ist nicht kaputt. Ich lasse ihn noch einmal zu. Wobei, es spiegelt sich jetzt alles wieder ein bisschen, sehe ich. Genau, auch den haben wir nicht kaputt. Optimal. Dann habe ich hier eine Lidschattenpalette von Alverde Naturkosmetik mit Applikator. Der jetzt hier irgendwie ein bisschen verrutscht ist. Ach komm, ich mache die euch mal gerade auf. Ich will die jetzt nur nicht swatchen oder so, weil ich nicht genau weiß, ob die bei mir bleibt. Ich gehe aber davon aus, dass ich die weitergeben werde. So, seht ihr die einmal? Ne? Ich halte nur den Applikator fest. Genau, einmal diese Alverde Lidschattenpalette. Passend dazu habe ich von Alverde Eyeliner Automatic 19 Forest Green mit Spitzer. So ist halt die Farbe. Ne? Wir haben einen Eyeliner. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Finde ich auch ganz cool. Also ich muss sagen, die beiden Produkte passen auch wieder super zusammen. Dann habe ich hier von Luvia nochmal die Glow Pro Brush. Also die habe ich jetzt auch gerade noch einmal dabei. Ne? Und dann habe ich jetzt hier noch einmal das Parfüm. Und das war ja das, ja, wo so ein bisschen Stress vorlag. Also was heißt Stress? Wo ich mich halt einfach geärgert habe, dass es da dabei war. Und ich jetzt froh bin, dass ich gekriegt habe. Ne? Also ich kann jetzt aktuell nichts Schlimmes zu dem Kundendienst oder Kundenservice sagen von Glossybox. Ganz ehrlich. Also ich habe bisher immer gute Erfahrungen mit denen gehabt. Und ich mache jetzt dieses Parfüm auf und ich bin jetzt mal gespannt. Das ist übrigens Aqua Colonia von 4711 Lemon und Ginger. Also Limone und Ingwer. Und es hört sich halt richtig gut an. Und es ist halt so eine große Größe. Wie viel haben wir hier drin? Ne? 170 Milliliter. Und ich hoffe, es hat sich gelohnt und es riecht gut. Also deswegen öffne ich das jetzt einmal und sprühe mir das mal auf. Weil ich hatte das leider mit dem anderen Parfüm. Das war Grapefruit und noch irgendwas. Am Anfang hat es super gut gerochen. Und dann so nach einer Stunde oder so hat mir das überhaupt nicht mehr gefallen auf der Haut. Das war ein bisschen schade. Und das riecht richtig frisch. Also das Erste, was ich rieche, ist wirklich dieses Lemon. Aber irgendwie hat es auch so einen komischen Nachgeruch. Also ich kann euch das jetzt ehrlich gesagt... Ja, ich rieche halt vor allem das Lemon, also das Ginger, der Ingwer kommt jetzt nicht so krass raus. Ich muss es mal kurz... Ich muss es einfach auf meine Hand drauf lassen. Und dann einfach, ja, muss ich jetzt wieder eine halbe Stunde oder so warten und dann rieche ich nochmal dran. Und dann muss ich entscheiden, ob ich das behalte oder eben nicht. Genau, ihr Lieben. Also, ich habe jetzt, wie gesagt, drei Glossybox mit euch ausgepackt. Diese Glossybox hier, die wird von mir einmal noch ein bisschen versandsicherer eingepackt. Und dann geht die Glossybox auf jeden Fall an einen von euch, beziehungsweise die wird an einen von euch verlost. Ne? Wie gesagt, wie bereits am Anfang euch gesagt,
Ich freue mich natürlich, dass wir jetzt hier mittlerweile über 400 Abonnenten sind auf meinem Kanal. Ich hoffe, es werden noch ganz, ganz viele mehr. Ich freue mich natürlich immer über jeden von euch, der hier neu dazukommt. Ich freue mich natürlich immer, wenn ihr meinen Kanal, wie gesagt, abonniert oder wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt oder mir einen netten Kommentar hinterlasst. Einfach ein bisschen aktiv sein. Und wie gesagt, ich verlose diese eine Klossi-Box an einen von euch. Drücke euch ganz, ganz fest die Däumchen. Alle Infos stehen unten einmal in der Infobox drinne. Ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video war nicht zu lange, aber ich wollte euch das, wie gesagt, mit dem Klossi-Boxen-Kundenservice nicht vorenthalten. Gerne könnt ihr mir auch in den Kommentaren schreiben, ob ihr schon mal den Kundenservice kontaktiert habt, wie eure Erfahrungen waren. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch jetzt einmal fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bis bald. Tschüss.